an. Und diese Anzahl an. Also ja, es ist, deren Strategie ist halt wirklich, okay, wir bekommen dieses Schiff über einen Planeten. Die Soldaten haben eine Rüstung, die es denen erlaubt, dann einfach aus dem Schiff zu springen. Mhm. Und das ist, was sie machen. Das klingt ja nach einer tollen Strategie. Die fluten den kompletten Boden mit Soldaten. Die haben natürlich auch noch Fahrzeuge und Flugzeuge, aber die Hauptzahl springt einfach aus dem Schiff. Mhm. Und so bekommen die dieses... Wie viel... Ich mal ein bisschen Benzin mit. Dieses 6 Millionen Meter lange Schiff, das sind... Mhm. Ja. Bekommen die deployen die im Grunde innerhalb von 20 Minuten. Ach so. Und naja gut, in einer halben Stunde ist der Krieg dann gewonnen. Weil die halt den ganzen Planeten zudecken einfach mit Soldaten. Und wie war das? Der kürzeste Krieg der Erde war irgendwie 40 Minuten oder sowas lang. Also kürzester Krieg der Welt. Genau, der britisch-sansibarische Krieg, der dann irgendwie in 38 Minuten geführt wurde. Wo die Briten dann irgendwie auf Sansibar einfach ein paar Kanonen geschossen haben und dann war der Krieg vorbei, so ungefähr. Irgendwie sowas war da, so eine ganz komische Geschichte. Warum? Ich weiß nicht mal, warum der ausgebrochen ist. Das ist halt einfach der kürzeste Krieg der Geschichte. So, daher kenne ich den nur. Quatsch. Ja, was war der Kriegsgrund? Was? You have been playing for 2 hours. Ja, Fixed Pioneer Benefits so include 15 minutes of rest per day. Gut zu wissen. Sagt das Spiel schon, ey, zockt mal nicht so viel. Erzählt ihr nicht all meine Secrets? Also, der Grund war Kündigung des Schutzvertrages von Sansibar. Aha, und, Achso, Truppenstärke, die Briten hatten 1050 Mann, 3 Kampfschiffe, 2 Kanonenboote. Sansibar hatte 2800 Mann, 4 Artilleriebatterien und 3 Kampfboote. Verluste, bei den Briten ein Verwundeter, bei Sansibar 500 Tote und Verwundete, eine Yacht gesunken, 2 Boote gesunken, eine Batterie zerstört. Ja, ich würde sagen, es ist klar, wer die bessere Strategie hatte. Ja, was heißt bessere Strategie? Naja, also ich würde sagen, wenn du einen Verwundeten als Verlust hast, das ist dann, da hast du irgendwas besser gemacht. Und wer weiß, wie dieser eine Verwundete da verwundet wurde. Er ist wahrscheinlich irgendwie ausgerutscht über eine Bananenschale. Steht das hier irgendwo, Oh, Sansibar hat irgendwie 2800 Mann mit alten Handfeuerwaffen aufgestellt. Warum? Also ich möchte anmerken, das Ganze war 1896. Da sind die wahrscheinlich ja noch so mit alten Musketen aufgelaufen, die du irgendwie 5 Minuten nachladen musst. Und die Briten hatten irgendwie Maschinengewehr wahrscheinlich schon oder sowas. Ich weiß nicht, wann wird das Maschinengewehr erfunden? Maschinengewehr. Erste Entwicklung 1885. Okay, das ist ungefähr in dem Zeitrahmen. Passt schon ungefähr.
dann könnte das stimmen, was ich hier erzähle. Nee. Ja, ich glaube, es ist klar, warum das Ganze nur irgendwie 38 Minuten ging. Da haben die Zuschauer auch wieder was gelernt. Ja. Ja, das kann man wohl laut sagen. Achso, ich wollte hier Treibstoff rüberschleppen. Jetzt habe ich den extra geholt, damit da hinten das Lager nicht immer voll ist. Jetzt tue ich den auch mal hier bei den Lastwagen rein. So. Der Truck fährt in diesem Fall tatsächlich, glaube ich mal. Ich brauche... Und hier diesen Biofuel nehme ich immer raus. Den ich da reingetan habe. Das war keine gute Idee. Also bei mir, also das ist wirklich die Strategie, einfach so die Truppen zu deployen, also so zu hinterlassen. Mhm. Ich meine, macht ja auch irgendwo Sinn für so ein Imperium, das... Mhm. Wie war das? Es gibt eine Szene, die untermalt die Größe sehr. Im Grunde ist das, wir verlieren 1 Million Galaxien pro Sekunde. Aber in der gleichen Zeit gewinnen wir 1 Milliarde Dimensionen dazu. Mhm. Damit man so die Relationen davon im Kopf hat. Sag mal, in welcher Form erscheint denn dieses Universum dann eigentlich? Ist das ein Buch oder? Ich will irgendwann mal dazu Bücher schreiben, ja, erstmal. Weil, Filme weiß ich nicht. Ja, höchstens dann, wenn KI dann mal so weit ist, dass du dann halt wirklich einfach einen Film damit generieren kannst, der auch halbwegs nach was aussieht. Ja. Ob das überhaupt jemals passieren wird, weiß man ja auch nicht. Irgendwann werde ich dazu auf jeden Fall Bücher schreiben. So. Ich will da nicht derjenige sein, der deine Bücher dann Korrektur lesen muss. Nee, das nicht. Der verzweifelt dann nach kürzester Zeit. Das macht eine KI. Achso, meinst du, da hast du auch eine KI, die dann so gut das Korrektur lesen kann, dass die da deine Nachrichten versteht? Also ich glaube, eine KI ist ja jetzt schon ziemlich gut, was Korrektur angeht. Mhm. Oh. Wow. Ich find's schön, wie im Inventar die Thumb-Dinger manchmal so ein bisschen rumglitschen. Wie was? Die Icons da von den was ist denn das hier? Reanimated Sum und dem Sam Fluctuator, die glitschen manchmal so ein bisschen rum. Weiß nicht, was das sein soll. Also im Sinne von, keine Ahnung, wie beschreibe ich das am besten? Dass die so ein bisschen rumflackern halt, wie irgendwie, wenn du irgendwo so ein Logo von einem Spiel oder so hast, wo sie irgendwie symbolisieren soll, dass da irgendwas mit Hacking drin ist. Oder quasi wie dein Krikesar-Logo quasi so ein bisschen am rumflackern. Kann ich sprechen? Ja. Ja, Krikes ist da auch drin in diesem Universum, ne? Hm. Ist eigentlich eine Figur da draus. Dieses Universum wird sehr verwirrend. Das weiß ich nicht mehr. Ist ja nur die Frage, was ist denn die Handlung von den Büchern, die du da schreibst? Also, ich fange langsam an, weil ich glaube, ich kann nicht einfach sofort... Ja, wir sind ein Imperium, das hat eine endliche Anzahl an Dimensionen. Nee, ich glaube, da sind alle nur noch verwirrt. Also, warum soll uns das interessieren? Ja. Schön, da ist ein Imperium, das hat unendliche Dimensionen. Und weiter?
Nein, es fängt langsam an. Es fängt mit... im Grunde mit einem Mensch-gegen-Gott-Krieg an, der aber ein bisschen anders ist als erwartet. Ach so. So, dann gehe ich jetzt mal groß auf Benzinbeschaffung. So, wir haben jetzt Sam Fluctuator im Upload. Wenn du dein Inventar aufrufst, dann siehst du die auch. Oh. Mache ich das gleich, wenn ich dann aus diesem Hypertyp wieder raus bin? Ach ja, warte, ich muss mir deinen Hypertyp gleich mal angucken. Ja, das geht bei unserer Basis los, da quasi direkt an dem Aufzug Hypertube. Kann man die eigentlich auch da rausnehmen? Ja, kann man. Oh mein Gott, ist es so angenehm. Hast du das Hypertyp schon gefunden? Junge, du hast es nicht ernsthaft dahin gelegt. Das müssen wir mal umsetzen, sobald wir die Ebene in Betrieb nehmen. Ne? Aber ja, aber das ist jetzt, weil ich nicht immer den ganzen Weg da bis zur Autobahn laufen will. So, Sam Fluctuator haben wir hier im Depot. Ui. Wo bist denn du gerade im Hypertube? Ja. Ja, also wo? Bist du noch auf der Autobahn oder? Ja. Achso, da musst du noch ein bisschen fahren. Das Beste kommt ja erst noch. Das ist dann, wenn du dann von der Autobahn runtergehst. Ja, warte mal auf mich dahinter. Bin ich gespannt, wie es wird. Ich frage mich, was passiert, wenn wir beide gleichzeitig ins Hypertyp gehen. Das weiß ich auch nicht. Du hast aber auch keinen Hypertyp-Leech mehr, ne? Nee, selbst hatte ich den nicht mehr. Vielleicht haben sie den ja behoben, endlich mal. Das ist schön. Oh Gott, da schießt sich wahrscheinlich komplett durch die Kanone. Hm. Also bist du jetzt von der Autobahn runter. Die Querstraße. Oh Gott, ja, oh Gott. Ui, 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 oh, ja. Das ist der beste Teil. Wo der wirklich mit 200 km/h mindestens durchrast. Nein. Was? Oh. Ich hab das nicht mal gesehen, ich bin auf die Höhe gegangen. Na, wie der erstmal so instinktiv das Nobelist-Ding zuckt. So, ja, das ist klasse. So, jetzt läuft die Fabrik hier auch mal wieder. Hab ich hier ein bisschen Treibstoff raus. Oh, oh Gott, der Treibstoff ist schon wieder fast voll. Dann nehme ich mal wieder ein bisschen mit und führe den auch hinten bei den Traktoren da in die Anlage. Die Plastikkanister sind einfach auch voll. Aber ein paar werden hier immer wieder neu gebaut. Das Plastik ist entsprechend auch immer leer. Ja, wir brauchen doch mal das Ölkraftwerk, dass wir hier einfach überflüssiges Benzin verbraten. Und die Plastikproduktion dann einfach weiterläuft. Ich meine, ich finde es ja schon schön alleine, dass hier das so schön einfach aus Schweröl Benzin machen kann. Das ist sehr hilfreich bei wenn überall Schweröl als Produkt anfällt. Oh, ich gehe jetzt hier zur Basis und dann weiß gar nicht, was ich mache. Weiß ich auch nicht.
Ob wir dann überhaupt noch was machen oder ob wir da auch aufhören einfach. Na, also ich sehe es entweder. Nee, wahrscheinlich mache ich jetzt einfach als nächstes. Ja, genau. Als nächstes müsste ich wahrscheinlich ein paar mehr Uploads machen. Ich mache mal hier so lange dann noch diesen Milestone fertig. Nein, den haben wir doch alles. Ja, deswegen, den kann man ja einfach schnell machen. Ich weiß gar nicht, auf was wir da warten. Wir hatten, glaube ich, nur darauf gewartet, dass du deine Pappkartonfabrik da endlich mal fertig gebaut hast. Und haben es da irgendwie nicht weiterverfolgt. Wahrscheinlich. Aber ich meine, auf dem Rückweg ist es halt immer ein bisschen langsam, aber das lässt sich halt nicht besser lösen. Da ja, müsste man dann, wenn man ganz wild ist, dann auch irgendwie so ein Looping nach oben machen, wo man dann so wieder ein bisschen Schwung bekommt. Ja, es gibt ja diese Beschleuniger. Könnte man hinsetzen. Ja, aber ganz ehrlich, so dringend ist es jetzt auch nicht. Oh. Ich meine, man kommt zurück in einer einigermaßen ordentlichen Geschwindigkeit. Mit zu viel Schwung ist, dann läuft es einfach wahrscheinlich daraus hinaus, dass man hier in das andere Hypercube direkt geschossen wird. Das kann man ja verhindern. Es ist unglaublich, wie viel hier produziert wird. So, Benzin einfach mal reinfüllen. Keine Ahnung, warum das Benzin auf den Bändern jetzt hier nicht angezeigt wird. Das ist wahrscheinlich einfach ein Grafikbug. So, was brauche ich jetzt hier? Ich mach mal gerade den Milestone. So, was war die Pappkartonkiste? Das war die Pappkartonkiste. Die Würfelkiste war, glaube ich, unten eins weiter. Moment, der Menschen, die braucht nicht mal Strom. Ist ja lustig. Broken? Ich meine, ich würde mich jetzt nicht beschweren. Nee, natürlich nicht. Einen Milestone abschließen. Und der Logistics Mark 4 haben. Ah, fuck. Missing Materials. Was fehlt dir denn? Ah, ja. Stahlkartons. Stahlplatten. Milestone reached. The transportation of resources can reach new heights of efficiency. Juhu. With the Mark IV belts and lifts, the truck, but even more importantly, was your effort. The truck. Handling a large and complicated. Ja, aber den haben wir ja eh like schon. Truck should come easy to a well-trained pioneer such as you. Keine Ahnung, aber wir haben obvious improvement over tractors. Hinterfrage es nicht. Purposes. Improvements for personal use were not measured. Schön, dass der Truck jetzt nochmal als new angezeigt wird. War doch schon mal new, ich versteh's nicht. Ja, jetzt haben wir aber den neuen Truck. Der alte, das war irgendwie so ein ganz komischer. So, Conveyor Belt Mark 4. Conveyor Lift Mark 4.
Smart Splitter. So, splits one conveyor belt into two or three. A filter can be set for each output. Okay, das war der, wo man Items quasi filtern kann. Und das war dieser andere Splitter, den gab es doch auch noch. Wo waren der Hard Drives? Nee. Irgendein Katerium. Programmable Splitter, genau, den gab's noch. Ich weiß nicht, was der dann anders konnte. Aber es ist doch wahrscheinlich, dass du die Menge da irgendwie einstellen kannst oder sowas. Unter was fällt dann Ölkraftwerk? Ist das wieder hier? Oh Gott, das Meistermenü sieht ja mal ganz anders aus. Petroleum Power, genau das will ich haben. Select Milestone. Wir brauchen Motor, Encase Industrial Beam, Rubber und Plastik. Alles Sachen, die wir haben. Dann mache ich das gleich, wenn er in 3 Minuten zurück ist. Haben wir noch Gesprächsthemen im Channel gehabt? Wir haben noch gehabt ein Gesprächsthema, glaube ich. The God Place, hast du irgendwas geschrieben? Achso. Es waren die Anzahl von Polschiff. Die Größe. Genau, Polschiff. Das eine Gesprächsthema, was wir dann noch hatten, die Esser. Ach, die Esser. Ah, ja, genau. Was ist ein die Esser? Das ist etwas, was ich eigentlich Brick auch empfehlen würde für seine Streams. Achso. Ein die Esser ist das. Da gibt es verschiedene Software, die ich weiß nicht, ob ihr das sogar auch in OBS einrichten könnte, theoretisch. Das bricht die S-Sounds von deiner Sprache, weil diese sich halt zu hoch anhören und damit automatisch man als unangenehm empfindet. Und damit, das heißt im Grunde, diese DSer machen es angenehmer für einen. Ja, machen es angenehmer, wie soll ich das jetzt sagen, sich anzuhören, die alles, was gesprochen wird. Das habe ich jetzt zum Beispiel, habe ich in meinem Mikrofon drin, oder in meinem Mixer eher gesagt drin. Und dadurch höre ich mich halt ein bisschen angenehmer an. Also automatisch, weil halt die S-Töne nicht mehr so hoch sind, nicht mehr so extrem sind. S und X Töne vor allem. So, jetzt kannst du mal in den Inventar gucken. Jetzt haben wir da Motor, Thumb Fluctuator, Starter und Steel Beam. Ja. Die sich alle auffüllen. Hast du jetzt einfach automatisch das irgendwie an einem Fließband dran war? Ja, ich habe die halt neben die Truhen gestellt. Ich will halt auf lange Zeit die Truhen sogar abschaffen und dass wir halt nur diese Dinger nutzen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Von daher, also das ist dann auch, wenn du es im, wenn du das baust, hast du die dann immer verfügbar, oder? Ja. Ah, also muss ich nicht einfach erst mal ins Inventar packen. Nein. Sind immer drin. Und das ist praktisch, ist halt das ist ja sogar noch besser als das Portable ME-System. Ja. Weil da bin ich ja noch gewohnt, dass du dann immer da reingehen musst und suchen. Das werde ich dann, wenn ich dann doch mal in ferner Zukunft mein tolles Spiel mache, da gibt es dann auch sowas wie ein ME-System und da machst du es aber einfach so wie hier. Das ist quasi dann, geht ja auch Richtung Minecraft, nur irgendwie 10 Millionen mal komplexer. Wo du dann auch einfach sowas wie Inventory Tweaks standardmäßig drin hast und dir das dann aus deinem Portable im E-System dann quasi dir einfach Sachen in die Hand drückt. Irgendwie sowas. Brick erzählt schon wieder von Spielen, die dann in 10 Jahren rauskommen. Ich habe jetzt mal ein paar von den für das Alien Technology reingetan. Milestone reached. It is my honor and privilege to inform you that the fuel powered generator, as well as the industrial fluid buffer, are now available. Due to a lack of gold in your sector, Caterium will serve as a suitable replacement to construct the fuel powered generator. Your research into this element was valuable.
In fact, you in particular are my most valuable pioneer, but don't tell also, the others ich I bin said der, that. It would be bad for morale. Ja, gut, dass man mir das sagt, dass ich der Beste bin. Ach schön, wie jetzt einfach bei dem Fuel Power Generator, dann steht, dass ich alles habe, beziehungsweise aber die Motoren dann nur aus dem Upload. Was? Research Dimensional Expansion increased to 200%. Refining manipulation of SAM allows us to now deconstruct non-living matter down to its atomic components in one dimension and store it in basic bound states in another. We do not resonate with the tribute song. Do not worship at the window. Desecrate our temple gifts. This shallow serenade is sour and salt. My intention was not to encroach, if that is what upsets you, nor was it to dispose of material, I do not waste. Ah ja. I do not waste, ja. So, ich gehe da mal her und baue bei dem Ölding gerade mal einen Fuel Cell ran. Ich habe einen Fuel Generator. Ja, wir können halt bald. Also, ich will halt noch die nächste Stufe machen, weil dann können wir bis zu 800 da drin haben. Und dann kann man halt. Wenn man halt 800 drin hat, kann man halt auch mal eine. Ja, hat man halt wirklich Sachen dabei, weißt du? Mhm. Ist es nicht nur so ein bisschen, dann ist es ordentlich. So, wo ist jetzt der Biofuel? Hier irgendwo. Der Biofuel ist unten. Da, wo die Kisten mit den sehr hilfreichen Schildern dran sind. Da solltest du, glaube ich, verstehen, wo du es rauskriegst. Hier kommt das Zeug raus. Nee, da steht, hier kommt das Zeug raus. Oh ja, gib mir einen Stoff her. So, was ich jetzt noch machen würde, tatsächlich, wäre noch mal so, wie lange sind wir jetzt schon dran? Zweieinhalb Stunden. Würde ich jetzt noch mal eine halbe Stunde suchen. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber wenn du hier runter zu dem, zur Ölfabrik gehst, da ist da einfach ein offener Fläche, ist einfach eine Thumb-Quelle gewesen. Geil. Schön, dass wir da diesen riesen Umweg über die Höhle gemacht haben stattdessen. Ist jetzt auch egal. Ich will mal kurz auf Fläche und dann suche ich. So, ich mach das jetzt ganz gewieft. Und mache, dass es hier quasi nach oben einen Abzweig gibt, aus dem das Öl dann rausfließen muss. Das sorgt dann dafür, dass das wirklich erst dann ist, wenn wenn das andere Ding voll ist. Fixit pipelines can contain any fluid, including the water necessary for coal-powered generators. Note: Water does not flow upwards by itself. While water extractors provide some lift, to truly defy gravity, consider the use of pipeline pumps. So. Außerdem, wir haben ein Ölkraftwerk am Netz. Ach, cool. Na, warte mal, was kosten denn die Defibrillatoren? Hört aber ganz schnell durch das Fuel durch, stellt gerade fest.
Ja, das ist. Ihr sollt ja auch nur das Access bekommen, ne? Das ja, so theoretisch, aber das pumpt offenbar sehr stark das Öl da rein, deswegen läuft er jetzt schon. Ich habe das halt so gemacht, dass bei dem Rohr, das halt in den Verpacker geht, einfach nach oben noch ein Rohr abgeht. Ich sehe es. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen höher gehen sollte, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Also ja. Das, kurz vor dem Eingang hätte ich das gemacht, weißt du? Kannst natürlich auch nochmal neu bauen. Also ein bisschen weiter rechts. Das ist die Zeit. Hier schön, dass ich ein Herz mache erstmal. Perfekt. Mein Gott. Ich glaube nicht, dass man nach dem Nassos hier. Nee, kann man nicht. Hier kommt auf jeden Fall noch genug zum Verpacken immer an. Und hier kommt auch eine Menge ins Kraftwerk rein. Nicht, dass wir diesen Strom jetzt wirklich nötig haben von dem Kraftwerk, aber es wird noch wenigstens das überflüssige Benzin los. Die Drainrate ist bei. Na gut, das ändert sich immer mal, weil hier zwei Dinger sind. Was macht unser Upload? Wir haben Steelbeams, Statoren, Motoren und Thumb Fluctuators. Und ich brauche jetzt noch 10 von den Mercer-Sphären und dann verdoppelt sich das nochmal. Also unlocked by researching manual depot uploader in the MUM. Da kann man offenbar auch direkt ins Inventar, im Inventar Sachen rein uploaden. Ja, das auch. Wie viel kostet das? Wie viel muss das hier? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich bin hier bei der Ölfabrik, also wie ich das sehe. Hey, wo weißt du es dann? Weil im Inventar das so steht. Okay, ja. Dazu brauchen wir auch ein Wassersphäre, glaube ich. Ich sehe übrigens eine Mercer-Sphäre. Hä? Ich sehe eine Mercer-Sphäre. Alles einsammeln. Das ist, glaube ich, die, wo du mir irgendwie gesagt hast, die habe ich schon 5-mal übersehen. Ich da was gesagt? Ach so, ja. Die da irgendwie direkt an der Ölfabrik ist. Ich bin da. Dass Ada jetzt bei den Mercer-Sphären immer nur noch diese Kultsprache hat. Brauchen wir auch irgendwann. Dass die einfach explodieren jetzt, die Mercer-Sphären, wenn man sie einsammelt. Und zerfallen eher. Mhm. So, die hab ich schon mal. Haben wir sonst noch ein Mercer-Sphären hier? Sehe Unmengen Schnecken, aber Mercer-Sphären sehe ich jetzt gerade auf den ersten Blick nicht. Ich hab mir mal eine. Aber also warum liegen hier eine. Überall Schnecken rum, die ich nicht eingesammelt habe? Was ist denn hier los gewesen? Die liegen vor allem einfach so frei auf dem Servierteller fast schon. Ich weiß nicht mal, dass die versteckt werden oder so. Die liegen halt wirklich auf einzelnen Steinen, die irgendwo im See liegen. Ich sehe die irgendwie erst jetzt. Ah. Malzstein, okay. Haben wir noch mal was wir noch machen können gerade oder müssen wir erstmal wieder Space Elevator machen? Doch, haben wir. Wir haben noch vor allem den, welchen mir am wichtigsten ist, der nächste Stufe vom
Ja, genau. Ja. Ich glaube, da hinten ist auch eine Mörser-Sphäre, wenn ich das richtig sehe. Die nächste Stufe von... Oh, Jesus. Da ist was. Es ist blöderweise auch so ein riesen Feuerspuck. Vom Alpha. Vom Blueprint Designer. Da haben wir die nächste Stufe. Wir brauchen mal eine Knarre langsam. Der macht irgendwas, Sam und ich einfach nur ab, Sachen abknallen. Diese zwei Alpha Feuerspuck. Was? Ach so. Ich glaube, Ada weiß noch nicht das Ganze, dass wir mit ihrer komischen Stimme sprechen. Alpha-Feuerspucks besiegt. Na, guten Morgen. Kann ich mal haben. Und Mörser-Sphäre. Fuck. Ja, der will die Mörser-Sphären haben. Ich mache hier währenddessen die ganze Action. Was? Ja, ich habe gerade gegen zwei Alpha-Feuerspucks gekämpft und gewonnen. Ich bin verreckt. Da siehst du mal, dass ich Master im Kämpfen bin hier in dem Spiel. Ja, nee. Wobei mein Master im Kämpfen eigentlich nur daraus besteht, irgendwie wild rumzuschlagen und wild im Kreis zu laufen. Und irgendwie überlebe ich das dann. Als ob ich da mit einer richtigen Strategie rangehen würde. Strategie? Was ist das? Ja, Strategie wird überbewertet. Ich mich dafür auch die ganze Zeit so Fortnite-Style mit irgendwie Leitern hochbaue. Ja, wobei Fortnite-Style wäre ich, wenn ich mich mit Rampen hochbauen würde, glaube ich eher. Fortnite-Spieler bauen komische Gebilde. Ich weiß nicht, ist Fortnite überhaupt noch angesagt heutzutage oder spielt das keiner mehr? Ich glaube schon, das hat noch unheimlich viele Views auf Twitch. Also wenn du erfolgreich sein willst. Nein. Ich hab das halt so gar, ich krieg das halt irgendwie so gar nicht mehr mit, dass das irgendjemand groß spielen will, wobei ich auch das vorher nicht wirklich verfolgt habe, wer da jetzt Fortnite Let's Plays und sowas gemacht hat. Let's Plays war das glaube ich nie. Ja, also Fortnite Dinger, da hinten ist wieder eine Mörser-Sphäre. Eine Brick findet irgendwie drei Mörser-Sphären in der Zeit, wo der K einmal verreckt, so ungefähr. Ich hab schon auch schon drei geholt. Der greift hier an. Ja! Ach, ich muss ja viel weiter leuchten. Also, das war nur normaler Splitter. Oh, hallo Rochen! The effigy has no song, only echoes. Ja, ich hab schon voller Rochen in die Fresse. Why does the effigy avoid the windows? Was weiß das? The effigy avoid windows? Your brain's operations are outside typical parameters. Time spent daydreaming will be deducted from your sustenance budget. Ich weiß nicht, irgendwie war ich so viel Mörser-Fan gesammelt, da kam gerade wieder mal die Kultstimme.
Und hat irgendwas gelabert. Oh, ich habe hier einen Summer Snoop. Ja, nimm ihn mit. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich eigentlich hingelaufen bin. Da klebt einfach eine Schnecke. Oh, ich habe dafür ein Achievement bekommen. Achso, weil es der erste war, den du seit der Einführung der Achievements wahrscheinlich gesammelt hast. Ja, und zwar nicht. So, Schnecke gesammelt. Wie viele Schnecken habe ich denn jetzt dabei? 5 blaue, 4 gelbe. Zusätzlich noch 3 Mercer-Sphären. Da hinten ist auch eine lila Schnecke, da komme ich aber von hier nicht so gut ran. Ist da hinten ein Sommersoup? Wo ist denn hier die Schnecke, die hier glitzert? Hallo, Herr Alpha-Feuerspuck. Ha. Ich muss alles zurückbringen zum Sackdeckel, und die ist praktisch. Ha. Mein Schwert, da ist mein Schwert. Hab ich ihn besiegt? Ja, habe ich. So, Sommersoup. Den man genauso ausspricht. Sammle einen Sommersoup. Habe ich jetzt auch gekriegt. Ha, noch ein Alpha-Feuerspuck. Oder zumindest ein normaler. Ein Alpha-Feuerspuck. Wie würdest du den denn nennen? Feuerspuck noch? Ja, aber das ist ein Alpha, wenn es ein großer ist. Ja, und? Du sagst ja auch bei Ark nicht irgendwie bei einem großen Dodo-Rex oder sowas. Das ist nur ein normaler Dodo-Rex. Ich weiß nicht, gibt es einen Alpha-Dodo-Rex? Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, ich habe zu lange kein Ark mehr gespielt. Hier jetzt hin oder nicht? Ich muss mehr so in die Richtung gehen. Okay. Das ist so eine Taste geben, womit du schnell zwischen Jetpack und Fallschirm wechseln kannst. Ja. Ich glaube, das wollen die nicht. Ja, das ist das Blöde. Aber das muss doch mal diese Kombination aus Jetpack und da oben ist wieder eine Mercer-Sphäre. Das Problem ist, da unten ist ein Mückennest und ein Alpha-Feuerspucker. Da komme ich so ohne weiteres nicht hin, glaube ich. Außer ich mache den Fortnite-Trick. Blitzjager. Und baue einfach eine Rampe hoch. Rick und seine Pro-Gamer-Tricks. Ja. Wir sind schon lange genug Gamer, um uns Pro-Gamer zu nennen. Das muss nicht heißen, dass wir gut sind, okay? Achso, ich dachte, das heißt eigentlich ja, der Begriff Pro-Gamer, aber... Wenn du was anderes sagst, dann auch gut. Würdest du etwa sagen, dass du gut bist? Nein, ich will nur sagen, dass wenn man sich als Pro-Gamer bezeichnet, dass man eigentlich meint, dass man gut ist.
Ich sage nur, dass ich Pro-Gamer-Tricks kenne. Ich sage nicht, dass ich gut selbst gut bin. Okay, den hier nehme ich mir nicht. Danke der Nachfrage. Mir geht's gut, Spinnen. Wen nimmst du denn nicht? Da ist ein... einer... ein... ein Mörser-Spiel in der Höhle und da sind 6 große Spinnen mindestens. Ja, dann wir brauchen doch mal eine Knarre und Dynamit und was nicht alles. Ja, als nächstes würde ich sagen, machen wir vielleicht sogar wirklich die Sprengstoffanlage und Waffenanlage mal. Schön, dass hier einmal eine Schnecke mitten rum einfach so rumhängt ohne Gegenwehr. Sphäre. Achso, ich bin jetzt bei 5 Mörser-Sphären. Wie viel hast du? Warte kurz. Fuck, 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 nein, nein, Scheiße! Ich will dir deine Frage gleich beantworten. Ein Alpha Rambock. Und ein normaler Feuerspuck. Und ein Mückennest. Was sind wir, wo sind wir denn hier gelandet? Und noch ein Mückennest. Wir sollten vielleicht gleich uns treffen. Zusammen sind wir stärker. Der hat gerade so einen Insekten. Ja! Elefant so rumgegrölt. Ein Insektenelefant. So heißen die ja. Bin ich der Meinung. Nein, der offizielle Name ist komisches Zecken-Elefanten-Wahl-Ding oder irgendwie sowas. Ich find's halt immer noch so geil, dass es halt wirklich der offizielle Name ist. Der auch so im Wiki und im Spiel selbst steht. Im Spiel? Ja, irgendwo, oder als Achievement zumindest wurde das hier mal so genannt. Ah, der kann Steine werfen, der Rambock. Ah, da ist... oh Gott. Bring vielleicht erstmal die Beute zurück nach Hause. Wenn ich den zurück nach Hause finde, da oben ist eine Plattform, da ist irgendwo der Weg nach Hause. Was ist das? Das ist einfach nur Quarz, glaube ich. Warte kurz. Okay, ich habe gerade eine Nachricht bekommen von den Witzbolden. Den Witzbolden? Ja, du weißt schon, den... den okay. Komischen Aliens. Achso, den Samor, dem Kult. Ja, dem Samor-Kult. Ich
ich meine, das klingt doch echt wie so ein Klischeekult dann irgendwie. Ja, es steht geschrieben und sonst was. Der hat mich nicht gesehen. Noch höher. Noch einer. Ach, das ist also einfach ganz dämlich. Bau einfach eine Leiter da hoch. Zehn. Zwischen. Da sind drei. Ist das? Das ist. Okay, ich komme mal zu dir in deine Richtung, weil da sind irgendwie noch drei Stück. Oh, oh Gott. Ja, das klappt perfekt, wenn man keine Eisenrotzen hat. Dann wieder zurück. Bist du in die Richtung? Dann sammle ich mal da die Schnecke ein. Wo ich schon mal hier oben bin. Oh, ich habe hier ein abgestürztes Flugzeug gefunden. Oh, das hat hier Quickfire. Abgestürztes Flugzeug, natürlich. So heißt das ja. Also nicht Flugzeug ist ja nicht, der war gut. Ja, DK sieht schon Flugzeuge hier auf dem Planeten. Bin ich verrückt? Nein. Da sind Flugzeuge. So, Sekunde, hier ist aber. Da sind irgendwie Pilze im Boden. Luck. So, so auf diesem Weg kommt man auch irgendwie zur Basis. Dann haben wir das ja auch geklärt. Dann wollen wir jetzt noch alles ablegen. Oh shit. Oh shit. Zum Glück wird man kein Fall schon im Wasser. Achso, der Karl landet im Wasser. Und bekanntlich nach alter Minecraft-Logik, wenn da irgendwo ein Stück Wasser ist. Weil es ein Meter tief ist, reicht's. Ja. Ich meine, das ist doch realistisch. Da willst du was anderes behaupten? Nö, ich finde das sehr normal. Man sieht mir im echten Leben auch ständig. So, wir haben noch einen Sommersloop hier, wir haben 5 Mörsersphären, wir haben hier ein bisschen Tierkadaver und Schnecken. Bei der Alien Technology so alles noch drin. So, 3 Mörsersphären brauchen wir für Upload, Upgrade 30 Minuten. 3 dafür und 7 brauchen wir für Depot Expansion 300%. Das ist wahrscheinlich, was du machen willst.
Nächste Depot-Expansion. Dann bring mal deine Mörsersphären her, dann haben wir genug, um eine zu machen. Eine Sekunde. Ist das nicht an die Flaggschwere, dass sie nix. Einfach jetzt rausnehmen aus dem Ding? Und dann füllen die sich einfach wieder auf, genau. Dann brauche ich noch zwei Flaggschwäters. Könntest du mal kurz mitkommen? Ich weiß nicht, ob ich meine Sachen kriegen kann. Hallo? Was? Mitkommen? Ja, ich bin gestorben gerade. Du bist nur gestorben. Na ja, komm mit. Gib mir erstmal deine Mörsersphären. Ich zieh nicht. Ach so. An was bist du denn gestorben? Fliegen, aber danach bin ich bestimmt 2 Meter runtergefallen. Weil ich ein Idiot bin, immer denke ich, kann einfach schnell was aufsammeln und dann wegrennen damit. Denk doch sowas nicht. Bei Fliegen funktioniert das nicht. Du weißt doch, dass es nicht geht. Den ignorieren wir. Also wohl da unten irgendwo oder was? Nee. Das ist ja ganz Problem. Und ich muss weg. Gut, ich guck, wie ich es hinbekomme. Ja, dann würde ich sagen, beende ich mal den Stream. Dann sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Bis.